Na, Wilbur, rettest du fleißig die Welt? Ich bin hier gleich fertig. Ich sehe schon, bist schwer am Schuften, was? Was warst du diesmal? Ein edler Ritter hoch zu Ross oder wieder so ein komischer Magier? Ich hab da was für dich. Schick meinen neuen Hausroboter auf Rattenjacht. Die Ratte hat's auf meine kostbaren Hopfendolden abgesehen. Und wenn ich die im Frühjahr nicht pflanze, könnte schon in wenigen Jahren das Bier knapp werden. Ich habe noch nie gehört, dass ein Held Ratten jagen musste. Aber noch bist du kein Held. Noch bist du mein Gehilfe. Und als solcher solltest du lieber in die Puschen kommen. Danach kannst du Feierabend machen und weiter von echten Heldentaten träumen. Ich überprüfe so lange die Biervorräte. Heute sind die Fässer 2034 und 2038 an der Reihe. Ich hab da so ein Gefühl, als könnte es mit der 2030er-Serie ein paar Probleme geben. Man wird sehen, man wird sehen. So, jetzt sind wir Wilbur. Also, betrachte die Ratte. Eine diebische Ratte. Verschlagen und gefährlich. Sie flüchtet immer in ihr Loch, sobald ich ihr zu nahe komme. Ja. So, betrachte den Kamin. Die Zwerge sind hervorragende Steinmetze. Der Kamin ist Beweis dafür. Ja, steht nicht über was. Betrachtet die Rohre. Die Rohre führen durch die Wände und den Boden. Sie sind Teil des zentralen Bierversorgungssystems, das die ganze Bastion durchzieht. Brechstange. Eine Brechstange in Zwergengröße. Also ziemlich groß. Dann nimm sie mal. So, mit dem quatschen wir noch nicht. Schauen wir hier. Betrachte den Zettel an der Wand. Das ist eine Landkarte. Die besten Kneipen des Landes steht drauf. Sie zeigt das Gebiet von unserem schönen Weißkammgebirge bis hinunter zum Meer, an dessen Küste die Menschen leben. Ja. Betrachte den Schuh. Das ist der Lieblingsplatz des Kellermeisters. Dort ruht er sich abends gern aus. Nach der Inspektion. So, geht die Küche noch nicht. Hier ist nichts, hier ist nichts. So, betrachte die Holzkiste. Eine große Transportkiste. Die muss geliefert worden sein, als ich, gefegt habe. So, Brechstange mit Kiste. Mal sehen. Was ist das? Ah, die Bedienungsanleitung. Ja, die lesen wir gleich. Flusselfisch. Sukubanisch. Ah, da. Zwergisch. Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines X-100-Gnomen-Hausroboters entschieden haben.
füttern Sie den X100 mit den stinkenden Resten Ihrer ekelerregenden Existenz. Kein Brokkoli oder Rosenkohl. Zu den Ratten. Da. Rattenpflege, Rattenaufzucht. Ah, Rattenjagd. Um Ratten oder Ungeziefer aller Art zu jagen, müssen Sie den X100 mit DNS des Zielobjekts füttern. Als DNS-Träger eignen sich Haare, Blut, Schweiß, Popel und andere Dinge. Na gut, also muss ich den Roboter erst mit Müll füttern, damit er sich anschaltet und ihm als Hauptgang etwas DNS von der Ratte geben. Endlich mal eine unkomplizierte Rattenfalle. DNS. Gedacht, das Rattenloch. Das scheint das Rattenloch zu sein, in dem der Nager seine Beutezüge plant. Wieder nicht. Immer mit der Küche, da werden die Überreste sein. Oh, Müll. Der Mülleimer quillt fast über. Vermutlich wäre es mein Job, ihn zu entleeren, aber... naja. Nimm den Müll. Sehr schön. Bedachte die Wasserpumpe. Mit dieser Pumpe kann Wasser aus den Tiefen des Berges hochgepumpt werden. Ich würde allerdings nicht darauf wetten, dass sie noch funktioniert. Essen. Zwergen-Fastfood. Aber ich habe keinen Hunger. Kleines Häppchen. Die Sonne steht schon ziemlich tief. Nicht mehr lange, bis es dunkel wird. So. Pumpe Wasser. So habe ich mir das vorgestellt. Okay. Kaputt. Die Zwerge haben eine Menge Arbeit vor sich, wenn sie zurückkommen. Wenn sie zurückkommen. Wenn, ja. Küchenabfälle, noch mehr. Ich nenne es Geschichte der Zwergennahrung, die letzten 3 Wochen. Von Wilbur Wetterquarz. Den nehmen wir auch gleich. Lecker, lecker, lecker. Schau, sein Fenster hatten wir schon. Betrachte das Netz. Ein recht grob geknüpftes Netz mit losen Enden. Vielleicht ist es für Obst gedacht. Allerdings habe ich hier noch nie Obst gesehen. Der Kellermeister ist eher für Deftiges zu haben. Ja, für diese kleinen Häppchen da. Nimm das Netz. So, Fenster. Nutz, Fenster. Bedachte Kaffeekanne auf dem Herd. Eine Kaffeekanne aus Blech? Sie wurde schon lange nicht mehr benutzt. Und sicherlich noch nie für Kaffee. Der Kellermeister misstraut antialkoholischen Getränken. Nimm die leere Kaffeekanne. Die Glut im Ofen hat sie warm gehalten. Okay. Bedachte den Herd. Der Herd wird nur gelegentlich benutzt. Heute Morgen hat sich der Kellermeister einige Bierwürste warm gemacht. Bedacht das dreckige Geschirr. Ein Haufen dreckiges Geschirr. Je länger die anderen Zwerge schon weg sind, desto weniger kümmert sich der Kellermeister um solche Dinge. Ja, wozu auch? Geschirr, Geschirr, Geschirr. Kochtopf. Ein alter, ziemlich dreckiger Kochtopf. Nimm den Kochtopf. Mutierter Schleim. Vielleicht hätte ich den Rest Schokopudding doch wegkippen sollen. Apparatur. In diesen Kesseln wird Bier gemacht, sagt der Kellermeister. Das ist seine private Anlage. Die richtige steht unten im Keller. Emblem. Das ist das Zeichen dieser Bastion. Eigentlich sollte hier ein ganzes Bataillon Zwerge stationiert werden. Ein Bataillon besteht aus 7 Kompanien, die wiederum aus 7 Zügen bestehen. In jedem Zug gibt es 7 Gruppen. In jeder Gruppe 7 Zwerge. Zwerge haben eine Vorliebe für die Zahl 7. Die 7 Zwerge. So, Müll hätten wir. Ich brauche noch DNA. Kommt da raus. Die Ratte hat sich durch das Holz gefressen. Da hängt noch etwas Fell an einem Splitter. Oho. Das nehme ich mit. Na, dann haben wir doch alles. So, zuerst die DNA. Erst muss ich das Ding mit Energie versorgen. Zuerst den Müll. Mal schauen, wie ihm das schmeckt.
das. Aha, funktioniert. Der Typ sieht raus wie der von Futurama. So haben wir DNA rein. Und nun noch das Fell als Quelle für Ratten-DNS. Und weg ist sie. Die kommt so bald nicht wieder. Aufgabe gelöst. Unsere erste Quest. So, jetzt sprechen wir mit ihm. Hallo, Herr Kellermeister. Hallo, Wilbur. So, in der Küche lebt bösartiger Schleim. Wissen Sie eigentlich, dass in einem Topf in der Küche bösartiger Schleim lebt? Ja, hat mir heute Morgen eine Wurst geklaut. Und das beunruhigt Sie gar nicht? Na ja, leben und leben lassen, sage ich immer. Solange er nicht ans Bier will. So, wie laufen die Biertests? Ist mit dem Bier alles in Ordnung? Das lässt sich nicht so einfach sagen. Ist eine komplizierte Sache mit dem Bier. Da denkst du, scheint ja gut zu sein. Und plötzlich, boom, ist alles erdig und muffig im Abgang. Hilft alles nichts. Von einem Krug wird man nicht schlau, sag ich immer. So, die Ratte hat ausgespielt. Die Ratte hat ausgespielt. Ich hab's gesehen. Schon Wahnsinn, was ihr Gnome so austüftelt. Der Ratte durfte auf jeden Fall der Appetit auf meinen Hopfen vergangen sein. Die kommt so bald nicht wieder. Darf ich denn jetzt Feierabend machen? Ja, klar. Komm gut nach Hause, mein Kleiner. Wir sehen uns morgen. So, wo sind die anderen Zwerge? Wo sind eigentlich die anderen Zwerge? Im Krieg, weißt du doch. Schon seit Jahren ist niemand mehr hier außer mir. Ich halte den ganzen Laden in Schuss. Wenn du nicht wärst, wäre ich vielleicht schon an Einsamkeit gestorben. Haben wir den Krieg denn noch immer nicht gewonnen? Wie sieht es denn an der Front aus? Die Allianz gewinnt doch wohl. Ist ein ganz schöner Schlamassel. Das geht vor und zurück. Und das seit Jahren. Keine Seite kann sich einen Vorteil verschaffen. Heute erobern wir Finsterburg, morgen plündert die Schattenarmee Auenhain. Heute erledigen wir Garok den Finsterschlitzer, morgen erwischen sie Bella Sonnentau. Zurzeit belagern sie wohl die Festung von Modroga, der alten Erzhexe. Da beißen sie sich aber die Zähne aus. Das kann noch Jahre dauern, bis eine Seite die Oberhand gewinnt. Hoffentlich unsere. Ja, hoffentlich. So. Es muss sehr einsam sein ohne die anderen Zwerge. Vermissen Sie die anderen Zwerge sehr? Na ja, ist natürlich nicht viel los hier, das stimmt schon. Früher haben wir jeden Abend ordentlich gefeiert. Steinbeißer und Bolin, der Bär, Beppe und Talin, der konnte jeden im Fingerhakeln besiegen. Und natürlich Blind, unser Anführer, mit seinem goldenen Humpen. Jetzt habe ich nur noch dich. Und du bist auch nicht gerade ein großer Partylöwe. Vielleicht kommen die anderen Zwerge ja bald zurück. Ja, und dann erzählen sie von ihren Abenteuern. Was sie alles erlebt haben. Und ich kann dann nur zuhören. Ich würde gern ihre Geschichten hören, wenn ich schon nicht dabei gewesen bin. Auf Wiedersehen. Bis später, Junge. Bye, bye. So, dann verlassen wir mal die Festung. Oder die Bastion. Wieder ein Tag vorbei. Und wieder habe ich keine Prinzessinnen gerettet, keine Drachen bekämpft und keine Orks gejagt. Eine Ratte habe ich in die Flucht geschlagen. Und das nicht mal alleine, sondern mit einem vollautomatischen Roboter. Es braucht wohl etwas mehr, bis meine Statue neben der von Ritter Thilo in der Halle der Helden steht. Aber ich werde es schaffen. Naja, nur noch ein bisschen.